Sascha, wie weit kommst du mit deinen Emotions? Hast du sie schon mal leer gefahren? Das sind solche Fragen, die mir widerfahren in letzter Zeit. Dem gehe ich mal auf den Grund in diesem Video. Ich war überrascht über die Reichweite. Ich war überrascht, wie gut es mir danach ging. Und ich war überrascht, wie das Ganze geendet ist. Nach dem Intro geht's los. Dieses Video wird unterstützt von Alba, euer Partner zu Antriebstechniken für Aktivrollstühle. Ob mit dem Antriebsrad Smooth, dem Zuggerät ePilot, dem Greifreifenantrieb eMotion oder dem eFix. Mit den Alba-Hilfsmitteln seid ihr einfach mobil. Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Ja, die Firma Alba ist an mich herangetreten nach meinem letzten ausführlichen Test zum eMotion M25. Ich verlinke ihn euch hier oben in der Ecke in der Infobox. Schaut gerne mal rein, was der eMotion alles kann. Sie haben mich gebeten, dass ich euch Tipps rund um den eMotion gebe und ihn ausführlich mal teste. Nach meinem ausführlichen Video habe ich unter anderem in den Kommentaren oder auch per Nachrichten immer mal wieder die Frage bekommen, wie weit komme ich denn mit meinen eMotions? Und das konnte ich nicht adäquat sagen, weshalb ich das jetzt einfach mal testen wollte. Sie sind jetzt aktuell gerade auf 100% geladen. Ich fahre auf Gang 2, weil ich außen unterwegs bin. Und ich fahre im Standardmodus. Ich war sehr gespannt, wie weit ich komme. Schließlich hatte ich auch mal kurzzeitig einen Kommentar unter mein YouTube-Video, welches leider wieder verschwunden ist. Und da ging es darum, dass der Cruise-Mode zum Beispiel nur 14 Kilometer schafft und im manuellen Modus man irgendwas zwischen 16 bis 20 Kilometer schafft. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Als ich nachgeguckt habe, war es halt wie gesagt schon weg. Dementsprechend habe ich meine Tour, die ich geplant hatte für das Video, von 24 Kilometer ein bisschen reduziert auf 18 Kilometer. Ich wollte ja schließlich wieder nach Hause kommen. Ich bin also losgefahren mit meinem Nachbarn und meiner Assistenz und schön durch das grüne Hamburg, in dem ich wohne. Selbst die lange Bergaufpassage war für mich kein Problem. Ich habe nicht mal eine Rückrollverzögerung reingemacht. Lediglich einmal musste ich kurz ein bisschen cheaten und ja, da war der Berg ein bisschen zu steil, weshalb ich den Cruise-Mode angemacht und mich die 20 Meter da hoch schieben lassen habe vom Motor. Bergab wiederum war kein Problem. Es war ein bisschen laut, weil die Manschetten ein bisschen gequietscht haben am Greifreifen. Ist mir doch die glorreiche Idee gekommen, worauf mich dann auch einer aus meiner Community aufmerksam gemacht hat. Und zwar gibt es einen Bremsassistenten wohl bei einem anderen Hilfsmittel. Und da habe ich mir dann drüber Gedanken gemacht, da ich zwischenzeitlich mal immer ein bisschen schneller wurde und dann wieder Probleme mit dem Bremsen hatte oder die Vorderräder sich querstellen wollten und rumgeschlackert sind. Sowas wäre bei den eMotions doch geil, was man hinzuschalten kann, wo man dann noch eingeben kann, so nach Motto, okay, 3 km/h bergab ist in Ordnung, 4 km/h bergab ist in Ordnung, 2 km/h ist bergab in Ordnung, das ist schon dann ganz gut, dann lässt er sich auch noch super lenken. Dazu komme ich in einem anderen Video. Und ich muss sagen, ich war überrascht. Ich war überrascht über die Reichweite. Ich war überrascht, wie gut es mir danach ging. Und ich war überrascht, wie das Ganze geendet ist. Denn einfach mal bei 0% zu Hause ankommen, war leider nicht. Ich habe das vorab schon mal gehabt, die eMotion nicht geladen gehabt und bin die ganze Zeit rumgefahren. Dann hatte ich 0% auf den Rädern und ich bin immer noch rumgefahren. Also das hat mich echt erstaunt und auch glücklich gemacht, denn wenn die Räder unterwegs ausfallen, habe ich den Salat. Da muss ich mich schieben lassen und das mag ich überhaupt nicht. Dementsprechend ja, war ich glücklich über eine kleine Reserve. Also ich bin gerade unterwegs und mir ist eingefallen, scheiße, die eMotions waren nicht ganz voll. Schaut mal auf die Uhr. 0,0%. Lass mal an. So hatte ich dann aber auch gedacht, okay, für die Tour fahren wir mal. 5% nehme ich als Reserve und ich fahre jetzt nicht ganz leer, damit ich nicht irgendwo in der Pampa stehen bleibe. Denn zwischenzeitlich hat sich dann auch meine Begleitung verabschiedet.
Denn die Emotions sind gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und die Begleitung? Sind wir bald da? Wie weit ist das noch? Ich habe keinen Bock mehr. Ich muss pipi. Mir ist schlecht. Ich habe Hunger. 6,5 gemütliche Stunden unterwegs und der Akku ist immer noch bei 30%. Ich sehe mich gleich noch ein paar Runden um den See fahren alleine. Weil meine Begleitung kann nicht mehr. Etliche Kilometer weiter, kurz vor zu Hause, war ich dann noch so energiegeladen, dass ich dann wie so ein Duracell-Häschen war. Ich muss noch Strecke machen. Zu Hause in der Hut angekommen, hat sich dann mein Nachbar und auch meine Assistenz verabschiedet und sich ausgeklinkt, weil es waren schon 18 Kilometer. Das war jetzt mal nicht so ohne. Ich ziehe es durch, bis 5% habe ich gemacht, bei 6% bei Apple. Vielleicht könnt ihr es hören. Der piept rechts, Akku ist wohl komplett leer, obwohl die App anzeigt 6%. Nicht optimal. Ich versuche den jetzt mal neu zu starten. Fazit meines Akku-Reichweiten-Tests. Also ihr kommt richtig weit. Ich habe 22 Kilometer geschafft. Auch wenn dann später die Software angezeigt hat, ich bin 27 Kilometer gefahren. Ich habe mir den Stand gemerkt und auch gesehen, wo er dann abschließt. Das mit den 27 Kilometer fand ich jetzt nicht so prickelnd. Das mit den 6% auf den Akkus und dann ausgehen, fand ich genauso wenig prickelnd. Dementsprechend kann ich euch nur empfehlen, plant 10% Kapazität ein. 22 Kilometer habe ich geschafft mit bergauf und bergab. Dementsprechend 18 bis 20 Kilometer kriegt ihr auf jeden Fall hin. Und habt noch eine ausreichende Reserve, damit ihr euch noch ein bisschen bewegen könnt. Ich muss euch sagen, also die Tour hat keine Nachwirkung hinterlassen. Irgendwann bin ich natürlich runtergefahren und war ein bisschen kaputt. Frische Luft und so weiter. Aber jetzt nicht kaputt in den Schultern, in den Armen und so weiter. Dementsprechend, mega geil. Also das mit den Emotions. Lange Tour. Ich habe schon rumgesponnen, so nach dem Motto, man könnte ja mal durch Deutschland fahren. Dann bräuchte ich aber, ich glaube, 3 Satz Emotions, da man die Akkus wechseln kann. Mal gucken, vielleicht mache ich das. Hamburg, München wäre was in einem Monat. Wäre auf jeden Fall machbar. 30 Kilometer am Tag. So viel dazu. Wenn ihr noch Fragen zu den Emotion habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde darauf in eins der nächsten Videos dann nochmal eingehen und euch die Fragen beantworten. Ich bin selbst gespannt, was ihr auch für Verbesserungsvorschläge habt. Schreibt es mir genauso weiterhin in die Kommentare. Das war es jetzt mit dem kurzen Video von mir. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Ich wünsche euch einen sonnigen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Cheerio.